Wir stehen jetzt hier an den Quabber Blowholes. Alle 10 Sekunden kann man hier sehen, wie das Wasser durch die unterirdischen Höhlen hier am Strand nach oben gepustet wird, manchmal bis zu 20 Meter in die Höhe. Hier sieht man auch so ein bisschen die felsige Küste. Unsere Fischerfrau Andrea nimmt jetzt unsere Krabben aus, die wir gestern gekauft haben. So muss man hier deinen Schwanz umklappen und dann kräftig drücken. Dann knackt es dreimal und dann zack, hat man die obere Schale abgenommen. Jetzt muss man nur noch die kleinen Füße da rausnehmen, ein bisschen Gehirndreck und sowas wegmachen und dann nachher hat man dann eine saubere Krabbe, die hier drüben. Und man kann fast alles davon essen, bis auf die Schale natürlich.